Was darf in einer Liga nicht fehlen? Ein Derby. Und hier ein ganz besonderes. Die beiden Mannschaften aus Wien, Rapid gegen die Austria. Und es sollte ein ganz besonderer Abend werden für eine Mannschaft. Wir sehen die Anfangsphase der ersten Partie. Gilles mit einem wunderschönen Tor. Genug Platz, genug Raum. Kriegt er hier wunderbar vorbereitet ins lange Eck. Unhaltbar für den Schlussmann von Rapid Wien. Wir springen nach vorne, sehen, es steht derweil schon 0:3 aus Sicht von Rapid. Und dann dieser Zuckerpass rausgelegt und dann unter dem Torwart durch. Ja. Und da sehen wir, das kann Meierhofer nicht ganz so nachvollziehen, nicht so akzeptieren. Aber dem ist eben so. Der Anschluss, der wurde zwischenzeitlich auch hergestellt. Es steht mittlerweile 2:3 für die Heimmannschaft. Und dann fällt hier der Ausgleich. Aus der Körperdrehung heraus den Freiraum geschaffen. 3:3 in die Schlussphase sollte es dann hineingehen. 64. Spielminute. Und wie verlädt er denn hier bitte den Abwehrspieler? Und da sehen wir auch den Frust bei Wiska, der ja hier sicherlich gerne dieses Tor verhindert hätte. Das ist dann schlussendlich auch der Endstand. 3:4. Und ich glaube, diese Szenen zeigen mehr, sagen mehr als 1000 Worte. Die zweite Partie, nicht minder interessant. Holy gegen Pöltl. Und es ist wieder die Austria, die hier die erste Aktion setzt. Und wie cool wird denn hier bitte einmal der Schlussmann verladen. Einmal nicht aufgepasst. 1:0 für die Austria. Und dann defensiv auch noch gut stehen. Das bringt dich voran. Wir sind erst, liebe Zuschauer, in der 11. Spielminute. Dann dieses Solo von Krüll legt auf. Und dann haben wir den Ausgleich in der 12. Spielminute. Das verspricht doch schon mal sehr, sehr viel. Und der war sehr platziert, der Ball. Und die Aktionen sollten nicht weniger werden. Diese Kopfballaktion, 2:2 steht es derweil. Und die Offensive beider Mannschaften war hart am Arbeiten. Sehr, sehr stark. Und hier einmal nicht aufgepasst. Der Schritt nach vorne mit dem Abwehrspieler. Der Raum ist da. Sehen wir leider in der Wiederholung nicht mehr. Aber einmal versucht, zu aggressiv zu verteidigen. Den falschen Schritt gemacht. Und dann sind eben die Räume offen. Und die Enttäuschung kann man da klar erkennen. 6 Punkte in dem Fall schon für die Austria aus Wien. Und es gibt ja noch ein Match, das dritte, das gespielt wird. Schöner, langer Ball, Zuckerpass, perfekt gespielt von Länge, von Weite. Und dann dieses Trio mit einem wunderbaren Treffer. Hier sehen wir es nochmal, die perfekte Annahme, dann einmal berührt, weitergeleitet. Und dann ist der Weg frei, 1:0 für die Austria Wien. Denkst du, das war's schon? Ja, neben nicht. Das ist ja ein Derby hier. Steht's auf einmal 0:2. Auch hier die Defensive einfach nicht gut gestellt. Viel zu viel Platz. So darfst du einen Abwehrspieler nicht stehen lassen. Genauso wie hier. Klassisches Fußball. Schön rausgespielt. 0:3 am Ende der ersten Halbzeit. Und das war's dann auch. 9 Punkte holt sich die Austria aus Wien, damit das Maximum, was möglich ist.